The following is in N-Development Alpha Build. Ja, das hab ich gemerkt. Ja. Oh, ein schönes Flugzeug. Und, mein Junge, schläfst du mit deinem Roboter da, der mir vorher nie aufgefallen ist, dass du den hier schon dabei hast? Und da hast du deinen Roboter gezeichnet, wie er einen Energiestoß abschießt. Ein Flugzeug. Und da unten, das sind bestimmt wir beide, wo wir auf einer Blumenwiese... Hallo? Pilot, pass mal ein bisschen besser auf. Pilot? Hallo? Hallo? Panik! 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 War das schon immer so, dass wir nochmal über die halbe Insel geflogen sind mit dem Flugzeug? Ich habe das Gefühl gehabt, wir sind sonst immer nur einfach abgestürzt. Okay. Hey! Hallo, ich lebe noch. Ja, mein Sohn, der schläft, glaube ich. Oder er ist tot, ich weiß es nicht genau. Kannst ja mal angucken, ne? Ach, du nimmst ihn mit. Ich hole ihn dann später wieder ab. Irgendwann mal. Wenn das Spiel es erlaubt. Ja, und damit ein fruchtiges Willkommen zurück zu The Forest. Leider in einem neuen Spielstand. Mit fliegenden Sachen. Auf jeden Fall hat das Ganze den Grund, dass es ein neues Update gab. Und zwar sind wir jetzt in V0.16. Und unter anderem wurde auf eine neue Engine geupgradet. Das heißt, das Ganze sollte jetzt grafikmäßig noch ein bisschen besser sein. Es sollte besser laufen als vorher. Auch für schwächere PCs und so. Und anscheinend verträgt dieses neue Engine-Teil, oder zumindest das neue Update, verträgt den alten Spielstand nicht. Mein alter Spielstand wurde einfach rausgelöscht. Ich habe ihn nochmal zwischengespeichert zum Glück. Habe ihn wieder reingepackt und anscheinend lädt er ihn nicht. Er lädt. Nach einer halben Stunde lädt er immer noch. Und ich weiß nicht, ob ich das irgendwie lösen kann. Deswegen werde ich jetzt erstmal einen neuen Spielstand anfangen. Ich werde das Ganze nochmal ein bisschen probieren bzw. mich informieren. Und ansonsten, ja, bleibt uns nichts anderes übrig, als hier alles von vorne zu beginnen. Wie gesagt, neues Update. Es gibt massenweise neue Sachen. Es soll ein riesengroßes Update sein. Also ich weiß nicht, ob es so viel zu sehen gibt. Auf jeden Fall habe ich gerade im Flugzeug schon gemerkt, da hat sich, glaube ich, einiges getan, seitdem wir das letzte Mal da waren. Und wie immer spiele ich die ersten Sachen so ein bisschen blind. Und mal schauen. Sah die auch schon immer so aus? Waren hier immer so fliegende Sitze? Denk fest. Ach, die hängen da noch an so einem Drahtgestell fest. Ach so, ich dachte, die fliegen da. So, 45 Schritte haben wir schon gemacht. Hey! Ah. Ich wollte gerade sagen, diese Koffer sind doch auch neu, oder? So. Bapp. Bapp. Der gehört garantiert einem Mädchen. Dann nehmen wir noch gleich mal ein paar Unterhöschen mit. Ich weiß gar nicht, was alles neu ist, weil ich mal wieder halt blind spiele am Anfang. Es soll nur ein Mega-Update sein. Das Update kam ja auch mit über einem Tag Verspätung, weil die wohl noch in der letzten Sekunde irgendwelche Probleme hatten und so weiter. Erwürgst du gerade den Leguan? Seit wann hält er den so in der Hand? Crafting Mat. Place Items here to combine. Sieht nicht viel anders aus als sonst. Ich muss gerade mal ein bisschen auf die Uhr gucken. Hat er sich gerade selber in den Fuß geschlagen? Oder was hat er da gemacht? Vollidiot. Ja. Grafikfehler haben sie immer noch massenweise. Hat sich nichts dran geändert. Haben wir ja eben schon gesehen mit dem fliegenden Teil. Wo sind wir denn hier überhaupt? Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade sind. Wir sind... Genau, wir sind genau beim See. Aber diesmal hinterm See.
Da vorne hatten wir letztes Mal unser... Grundstück, unser... Haus ist es ja nicht gewesen, sondern unser... Unser Dorf. Ich nenne das jetzt mal Dorf. Irgendwie landen wir jedes Mal auf dieser Seite der Insel. Ich war noch nie, als ich angefangen hatte, auf der anderen Seite. So, waren das alle Koffer? Nee, da drüben ist noch einer. Das sieht grafikmäßig ein bisschen komisch aus. Ich glaube, das ist aber so gewollt. Also ich sehe jetzt an der Grafik nicht so mega Veränderung, muss ich ehrlich sagen. Scheint wohl nicht... Ja, doch so ein bisschen, ne? Kann gut sein. Es ist aber hauptsächlich auch für... Damit es besser läuft. Also es läuft echt flüssig bei mir gerade, muss ich sagen. Ich habe keinerlei Ruckelprobleme, außer wenn ich hier ruckel. Das ist natürlich nicht nachgeladen da hinten. Das kommt dann immer noch nach und nach. Ja. Hauptsache... Hier waren... Das sind Seile. Okay. Da kann man jetzt hochklettern. Cool. Jetzt haben die auch endlich einen Sinn, diese komischen Holzteile. Ich weiß mittlerweile, dass das Fishing-Stands sind oder so. Ich weiß nur nicht, ob man von hier oben angeln kann oder was man hier macht. Ich hab den Sinn nicht verstanden von dem Teil hier. Bin gespannt, ob die, ich wollte gerade Außerirdischen sagen, die Eingeborenen hier hochklettern können. Ich bezweifle es, aber sehr cool. Haben wir sogar schon das erste Feature gefunden von dem neuen Update. In welche Richtung laufe ich denn jetzt? Ich laufe, glaube ich, mal in die Richtung. So, hier haben sie wieder mal alles Mögliche aufgestellt. Da auch. Die waren auf jeden Fall schon fleißig. Hey. Lebst du noch? Ach, der schreit, weil er schlägt. Ich dachte, der schlägt sich immer selber. Nein. G-Drop. Trenn mal bitte den Kopf ab. Genau, den Kopf will ich mitnehmen. Nicht den ganzen Körper, den Kopf. Hä, den Arm habe ich doch schon mitgenommen, oder nicht? Okay, den Arm habe ich doch noch nicht mitgenommen. Ich muss sagen, die Leichen sahen aber grafikmäßig auch ein bisschen schlechter aus, oder? Du sollst diese Kackleiche da liegen lassen, Junge. So, jetzt. Boah, habe ich mich gerade erschrocken. Als da die Möwe durchs Bild geflogen kam, ich dachte, da kommt ein Eingeborener auf uns zugerannt. Ja? Warst du nicht gerade noch zerstückelt da vorne? So, dafür verlierst du jetzt ein Bein. Ja, sehr seltsam. Das war doch vorher auch noch nicht hier, oder? Das ist auch gar nicht da eigentlich. Ich hoffe, dass wir nicht allzu früh die Eingeborenen erwischen, weil ich möchte erstmal wieder ein bisschen was sammeln. Oder wir haben jetzt schon Durst. Bin gerade mal angekommen auf der Insel. Da sind wieder die FedEx-Pakete. War das FedEx? Ach nee. FedEx war das bei Stranded Deep, ne? Ich weiß gar nicht, was das hier war. So, Boost können wir nicht mehr tragen. Da hinten ist die Yacht. Hallo? Och nö.
Jetzt haben die hier Inselhaie. Oder Sandhaie. Alter, der greift mich wirklich an. Fress die Möwen bitte, ja? Also wir schwimmen jetzt mittlerweile... Kann man die eigentlich töten? Ich glaube ja, aber ich bin mir da nicht mal sicher, weil es macht nicht mal Geräusche, wenn man die haut. Sehr seltsam. Ja. Gut, wir laufen erstmal weiter. Dubdidu. Kaninchen, bleib stehen. Ich brauche was zu essen. Genau, bei der Yacht da hinten war doch mal eine Axt. Ach nee, die haben sie rausgemacht, ne? Oder? Bin mir da nicht mal sicher. Das war doch hier vorher alles nicht mit dem Wasser. Das haben die auf jeden Fall neu gemacht. Gut. Ich würde sagen, wir ziehen uns gleich mal ein bisschen Rüstung an, falls wir auf irgendwelche Eingeborenen treffen. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche neuen Mutanten gibt oder so. Ich weiß auch nicht, ob es neue Tiere gibt oder überhaupt, was es neu gibt. Da ist wieder ein Grafikfehler. Neue Fehler gibt es auf jeden Fall, das haben wir schon mitbekommen. Ich hoffe, dass das mit dem Ton überhaupt so passt. Ich habe keine Ahnung, ich muss das danach mal austesten. Ansonsten muss ich das Ganze nochmal aufnehmen. Da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Eigentlich sollte diese Folge ja schon einen Tag früher kommen. Das Problem war... Na toll, da hinten sind die. Meine Stimme war an dem einen Tag so kaputt. Man hat mich nicht mal wirklich verstanden. Ich war so heiser. Und mittlerweile geht's wieder. Aber... Ja. Hallo. Der Anker liegt jetzt im Wasser. Der lag doch vorher am Strand, oder nicht? Der lag doch hier am Strand. Die Zelte waren normalerweise auch nicht unter Wasser. Cool, gleich einen Kochtopf gefunden und einen Taucheranzug. Ich hoffe, dass man tauchen kann. Die Haikadaver sind weg. Ne, da. Und da. Und der liegt immer noch im Stein. Warum auch immer. Ja, da ist eine Schildkröte. Die schwimmen ja sogar richtig im Wasser, die Schildkröten. Da. Man sieht leider immer noch nichts unter Wasser. Das ist total bescheuert. Das hätten sie mal besser machen sollen. Gluck, gluck. Na toll. Alter, was machen da denn 50.000 Haie? Da keine Lust drauf gerade. Ich brauche erstmal irgendwas zum Speichern oder so. Pack das Funkgerät wieder weg. Gut, ich marschiere erstmal weiter. Hier drüben war doch eigentlich eine Axt, oder nicht? Mal gucken, ob die noch da ist. Das sah auch nicht so bergig aus, oder? Das sieht alles verändert aus hier. Die haben die Landschaft ganz schön verändert, muss ich sagen. Zwar nicht viel. Grundsätzlich ist alles gleich, aber... Hier zum Beispiel, das war doch nie... Wo ist der Strand hin? Da unten, Alter, das ist ja mal geil hier jetzt. Das sieht ja komplett anders aus. Ich weiß nicht, was die hier gemacht haben, aber... Wer stellt da bitte sein Zelt auf? Da läuft doch voll das Wasser rein. Hier waren noch keine Klippen vorher. Ist ja... Ja... Ist ja... Hier unten am Strand sind jetzt die Koffer. Das finde ich cool. Also cool finde ich schon. Ich finde es nur, weiß nicht warum, aber ich finde es cool.
Jetzt müssen wir hier vorne mal gucken. Wir haben auf jeden Fall schon einen Pott. Zwei identische Steine. Okay. Ich gehe gerade mal gucken, was hier hinten ist. Hier ist jetzt so ein richtig großer Strand. Das war ja vorher eher so steinmäßig. Hier hinten ist bestimmt ein hammergeiles Versteck. Hier kommen die doch nie im Leben hin. Hoffe ich zumindest. Aber ich weiß nicht, das ist so weit weg vom Wald. Ich baue, glaube ich, lieber im Wald. Muss man da nicht immer so weit laufen. Und die Eingeborenen kann man ja zur Not so ein bisschen, ja, dezimieren. Was gar nicht funktioniert, weil die immer wieder spawnen. Aber ja, hüpf. Jetzt geh weiter. So. Aber man kommt ja auch gut hoch. Hoffe ich doch. Jo, klappt super. Die Frage ist nur, jetzt ist hier natürlich keine Axt mehr, ne? Wo kriege ich jetzt meine Axt her? Ich glaube, da hinten war irgendwo der Höhleneingang, wo die Axt in der Tür steckt. Boah. Alter, musst du mir... Wo kommt ihr denn her? Ihr wart doch hier gerade vor 10 Sekunden noch nicht. Das sind bestimmt so Speed-Schildkröten. Die laufen hier mit 200 km/h über die Insel immer. Und tun immer nur so, wenn man da ist. Als wenn die so lahmarschig wären. Verdammt, unsere Energie ist fast alle. Nein. Waren hier schon immer so eine Bäume? War nicht der ganze Wald voller Nadelbäumen? Oder irre ich mich da jetzt? Waren da wirklich? Ich kann es jetzt gar nicht sagen. Ich war der Meinung, da waren doch nur Nadelbäume, oder nicht? War das schon immer ein Mischwald? Auf jeden Fall noch ein paar Blätter. Nein! Mach nicht auf dich aufmerksam. Stimmt, wir haben den Leguan, ne? Getting Start Tutorial. Blueprints to build structures in world. Gut, wir brauchen ein Lagerfeuer. Ein Basic-Feuer reicht erstmal. Gut, dass er immer noch sein Feuerzeug dabei hat. So, das packen wir da mal rauf. Ach verdammt, ich hätte gleich mal... Da ist Kriechen gewesen, genau. Ich muss erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen. Ach, ich warte erstmal, bis das... Setzt ihr euch da gerade ins Feuer? Toll. Da ist gerade irgendwer durchs Feuer gelaufen. Ja, das haben sie immer noch nicht besser gemacht. Das funktioniert immer noch nicht wirklich. Das Viech ist schon lange fertig gegrillt, aber... Gut. Hier ist irgendwas durchs Feuer gelaufen. Ja, ein Kaninchen. Da ist ein Waschbär. Jetzt regnet's. Gut, ich wollte ein bisschen Wasser holen, damit wir mal eben was trinken können. Wahrscheinlich brauche ich das gleich gar nicht mehr, weil es gerade regnet. Hier sind Flares. Zählt das hier überhaupt nicht als Meer oder? Ach, ich kann wahrscheinlich nicht aus dem Meer was nehmen, ne? Ich muss Wasser aus dem See oder so nehmen. Wo war denn hier ein See? Da hinten unser großer See, aber... Die Blaubeerbüsche sehen jetzt auch komplett anders aus. Alter, jetzt merke ich das erst, wie das alles anders aussieht. Es fällt einem erst so nach und nach auf. Aber es sieht echt ziemlich anders aus alles, habe ich so das Gefühl. Vor allem, ich bin immer noch der Meinung, dass diese Bäume vorher nicht da waren. Die Laubbäume. Ich war der Meinung, das waren komplett alles Nadelbäume. Und jetzt kann ich auch verstehen, warum der alte Spielstand wahrscheinlich, ja, hinfällig ist, weil sie so viel geändert haben, was quasi
komplett auf die ganze Welt zugreift und sowas. Ja. Ach ja. Verdammt, das ist die falsche Höhle. Das ist gar nicht die Höhle mit dem... Möchte aber gerade gar nicht in der Höhle. Da habe ich noch gar keine Lust drauf. Ich brauche einen See. Ich brauche einen See. Wo ist hier ein See? Hier vorne war doch irgendwo einer, oder nicht? Da. Ja, wie fülle ich da jetzt Wasser rein? Hallo? Kann mir das wer sagen? Oder geht das nicht, weil in dem See keine Fische sind? Da ist ein Speer. Da. Es geht nur an bestimmten Stellen. Ach so. Sagt mir das doch. Wir haben gar nicht so viel Durst. Das Wasser ist lustig. Das sieht irgendwie aus wie eine Spiegeloberfläche. Ich wollte mir ein Shelter bauen und speichern, ne? Wollte ich, glaube ich mal. Cool, cool. Was ist hier? Batteries, Flare. Boost kann ich nicht tragen. Wir nehmen alles mit. Medizin, Medizin, Medizin. Alter, die haben hier voll den Medizinvorrat. Schmeiß doch nicht unseren Pott weg. Achso, das ist der andere Pott. Schokoriegel. Was bist du? Geld. Gut. Eine Schildkröte wieder mal. Ich habe einen Pott voll Wasser. Marigold. Na du. Ja, ich würde sagen, ich mache hier gerade mal wieder eine kleine Pause. Ich werde nächste Folge, glaube ich, noch hier einfach weiter rumlaufen, weil es, glaube ich, so viel Neues zu entdecken gibt, weil alles so ein bisschen anders aussieht, wahrscheinlich der Rest der Insel auch noch. Und dann werde ich einfach mal gucken, dass ich mir das Ganze mal ein bisschen anschaue, die Patch-Notizen und so. Und ich werde weiterhin trotzdem probieren, dass ich irgendwie den alten Spielstand wieder zum Laufen kriege, aber ich befürchte, es geht einfach nicht. Weil bei so viel Neuerungen hier, die die komplette Insel betreffen und so, das funktioniert, glaube ich, nicht mit dem alten Spielstand. Und deswegen, tja, auf ein neues. Haben wir endlich wieder was zu tun. Bis zum nächsten Mal. Ciao.